Jo, hi zurück zu Banishers. Wir sind hier bei dieser Quest Adlerauge. Wir kennen ja hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Shepard, glaube ich. Hier an der Ecke sind wir. Oben ist das Vor, ne? Und hier ist Outpost quasi. Hier sind die Jäger haben sie die Jäger vermisst. Ich wusste auch gar nicht, dass wir das hier schon aufgesprengt haben. Auf jeden Fall kann man hier jetzt rein. Das ist ja dieses kleine Lager. Hier findet man übrigens auch irgendwie Winterlieb. Das wird auf der Map alles irgendwie angezeigt. Wusste ich auch nicht. Also wenn man hier nochmal raufschaut. Sorry, mach ich nochmal. Auf der Map kriegt man alles mögliche angezeigt, wusste ich auch nicht. Hier kann man irgendwie, ne, Winterlieb sammeln. Gibt's dann wohl da irgendwo und so weiter. Muss man ein bisschen rumgucken, habe ich auch gefunden. Vielleicht gibt's da noch mehr, ich weiß nicht. Aber wir machen jetzt erstmal die Sidequest weiter. Genau, es ist ja irgendwie... Ich wusste nicht, dass wir das weggesprengt haben. Hier war so ein Tor, vielleicht haben die das selber gemacht. Und wir können jetzt hier durchgehen. Durch die Quest. Weil, wie ihr seht, wir waren hier noch nicht einmal. Okay. Weiter geht's. Okay, mehr ist es auch nicht. So, wo sind die Dudes? Also sie wird auf jeden Fall vermisst, ist überfällig irgendwie. Gibt es einen Plan, Jägerplan. Soll wahrscheinlich auf Nahrung gehen, Nahrungssuche. Und das sieht mir wieder aus. Okay. Schlägt erneut zu! Sieh zu, dass dich niemand erschießt. Jetzt sind sie aufgebracht. Lernen es einfach nicht, oder? So, wo ist der Rest? Achso, sind noch welche, oder? Wie wär's mit einem Highland Kiss? Nimm das, du Drecksvieh! Ich bin besser als du! Hast du gehört? Ei! Ich bin der König der Muskete, der Schatten im Wald. Mhm. So, wo ist Shepard? Seht ihr? Selbst Tod lässt die Schlampe nicht locker. Wie geht das? Wie konnte sie einen Wolf bändigen? Versteht mich nicht falsch. Es lief alles exakt nach Plan. Ihr kämpft gut. Euch könnten wir gut bei der Miliz gebrauchen. Red McGrath, Verbanner. Ja, ich habe euch schon mal gesehen. Theodore Shepard. Scharfschütze in Fort Jericho. Ach so, er ist Shepard. Der ich dachte, Beste sie gehört allen. Dazu. Habt ihr einen Geist gesehen? Hm. Was hat mich verraten? Es ist der Geist von Flora Abbott, diese Negerschlampe. Ah. Vielleicht kann ich helfen. Mit Geistern kenne ich mich aus. Es gibt eine Höhle. Die habe ich als Jagdhütte genutzt. Zumindest bis Abbott dort aufkreuzte. Oder ihr Geist jedenfalls. Sie griff mich an. Ich rannte um mein Leben, musste alles zurücklassen. Seid doch so nett und holt mir meine Sachen, hm? Vielleicht behalte ich das Zeug einfach für mich. Um was für Sachen handelt es sich denn? Nichts, was ihr gebrauchen könnt. Ich aber schon. Ein Notizheft, ein paar Wolfsfallen. Für euch kaum von Wert, für mich etwas wertvoller. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Mal sehen, was wir in Teddys Höhle alles erfahren werden. Also, das hat mir immer gar nicht gefallen hier. Was ist mit Flora? Flora ist tot?
Wie ist das passiert? Seit wann? Wen kümmert's? Der Geist der alten Hexe wollte mich umbringen. Wieso euch? Was weiß ich, wie die ticken. Die sind von Natur aus hinterlistig. Das wisst ihr doch. Sie wollte mich umbringen. In meiner eigenen Höhle. Das ist Beweis genug. Die Sklaverei ist ein Geschenk für die. Verzeihung? Genau. Excuse me? Wir müssen uns um einen Geist kümmern. Dem kleinen Drecksack können wir später noch Manieren beibringen. Okay. Ich mach mich wieder auf den Weg. Gebt auf euch Acht, Kumpel. Okay, rein theoretisch können wir doch in die Hütte rein, oder? Haltet euch da raus, ist euch doch nicht kaputt. Ein Geist hat uns belauscht. Vermutlich Flora Abbott. Sie hat Spuren hinterlassen. Was hältst du davon? Flora Abbott, und da steht ja mehr. Theodore Shepard. Okay, muss man das verstehen? Neutral. Nochmal neutral. Also sie haben irgendwie ihre Claims abgesteckt, oder? Wenn ich mir die Karte so ansehe, liegt Shepards Höhle gen Osten. Eine wirklich sehr hübsche Sammlung. Wahrscheinlich kamen Jäger aus der ganzen Welt hierher, bevor der Fluch über New Eden hereinbrach. Okay, es zischt und zischt wohl draußen irgendwo, wa? Hinter der Hütte. Kann man da irgendwie runnen? Hast recht. Trotzdem beeindruckend. Okay, es ist die... das Ding hier gewesen. Sei vorsichtig. Eine finstere Macht steckt in diesem Ding. Okay, was brauchen wir dafür? Kletterer 3 Stück. Okay, let's go. So, wir sollen uns raushalten, hat sie gesagt. Hey! Er gehört mir! Wer ist da? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Flora Abbott? Seid ihr das? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Ist Flora die aus dem Vor, die da Wache geschoben hat, oben? Weiter geht's. Hier geht's auch weiter. Okay, da haben wir einen Kletterer. Ja. Okay, das heißt erstmal Höhle umkrempeln, damit wir die Kletterer zusammenkriegen. Da geht's nicht weiter rauf, okay. So, Mom hat ja hier gesagt, so bla bla, gucken wir uns gleich an. Das heißt erstmal nochmal durch die Höhle, oder? Noch weiter rauf. Hier geht's noch weiter. Na, okay. Da wird's interessant. Mensch.
Okay, let's go. Da oben rauf. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ich nicht. Besser befehlen, sich zu zeigen. Vielleicht gleich. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch ein paar Männchen finden. Also, hier waren wir schon. Da hinten kommen wir her. Passt soweit, oder? Okay, da hinten kann man auch wieder rauf. So, Schwede, da sind wir hergekommen, genau. Das ist doch dann hier das Jagdgebiet, wo wir vorhin waren. Okay, dann lass uns mal hier gucken. Hier müssen auch noch ein paar Männchen rumliegen. Okay, einmal rumgerannt, danke. Ich erledige das Herz, du die Wurzeln. Okay, das ist Herz. Okay, eins. Was haben wir noch? Zwei. Drei, oder? Mhm. Reicht das? Oh. Doch da, ne? Das Ding. Und das Ding. Rein theoretisch gingen wir das von da oben. Kommen wir wieder rauf? Nein. Okay. Sehe ich das richtig, dass es diese da gibt, die können wir gleich wegsnatchen. Quasi von hier. Die treffen wir vielleicht auch. Die andere halt nicht. Okay, einmal wechseln. Wieso? Die interessiert uns gar nicht. Okay, die und die vielleicht nur? Okay. Noch so ein Männchen. Dachte ich zumindest. Hier, war da kein Männchen? Thank you.
Oh, moin. Wunderbar. Mehr Spaß. Ja. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. So, und die Dudes kommen hier auch noch an den Start. So, und da drüben wollen wir eigentlich gar nicht hin. Weil da drüben, hatte sie ja gesagt, wäre es ihr Gebiet. Jetzt erstmal nochmal gucken. Da drüben ist ja seine Hütte. Oh, das blinkt immer noch. Ich dachte, ich hätte das Männchen mitgenommen. Nö. So, das war der zweite, dritte. Weiß ich gar nicht. Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, wenn du das Herz angreifst. Also das ist das hier, das da, die beiden. Wo ist das Herz? Andere Seite. Okay. Sagen wir mal, es sind nur die zwei, ja? Das treffe ich von hier. Aber, und achso, und das andere Ding ist ja außen, ne? Okay. Mhm. Oh, da hätte man durchschießen können. Reicht das? Nein. Wo ist der dritte? Okay, wir müssen da hinten rauf, rüber. Mhm. Und dann kann man das... Kann wahrscheinlich die andere auch noch freischießen. Also, mal gucken. Mal gucken. Wenn die jetzt hier nicht auf uns wartet. Flora? Flora, hier war die, ja. Okay, was ist das da bitte? Sieht komisch aus, oder? Oh. Moin. Ach so, da gibt's schon ein Seil. Mhm. Ich eben gar nicht gesehen. So, jetzt aber mal ohne Scheiß, wo ist denn die dritte Wurzel? Wir sollten uns weiter umsehen. Ja, lass doch mal runtergehen, weil das kann nicht sein. Wenn ich das Herz angreife, musst du also dich um die irdische in den Wurzeln kümmern. Da oben geht's ja auch irgendwie noch weiter. Das, eins, zwei. Oder? Soll ich nochmal probieren? Vielleicht war das eben nur irgendwie aus Versehen. Oder? Ist die Wurzel hier noch durch? Nö. Das sind nur die zwei. Das hat doch nicht geklappt, oder? Fehlt noch eine. Diese hier.
Also wir müssen von oben die irgendwie wegmachen. Als erstes und dann runterrennen quasi. Oh, da steht sie, ja? Ich dachte, das wäre die ganze Zeit Dingenskirchen. So, ah, da ist die. Okay. Okay, wie soll man das machen? Rauf und dann, dass sie wegschießen und erst die unten machen? Muss ja dann so, ne? Weil anders kommt man hier nicht durch. Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. Das schafft man nie. Gleich. Interessant. Das hatte ich jetzt gar nicht so im Petto. Der irgendwie durchs Fenster reingekrabbelt. So, sprechen wir mal mit ihr, wa? So, Flora, erzähl mal. Ihr seid die Jägerin Flora Abbott. Ich bin die Verbannerin Antea Duarte. Mein Partner kennt ihr ja bereits. Ihr seid die Verbannerin, die gestorben ist. Bleibt mir vom Leib. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich lasse mich nicht noch einmal umbringen. Verstanden? Nicht, bevor ich mit diesem Bastard Shepard fertig bin. Vorher nicht. Ihr wart als Jägerin in Fort Jericho tätig. Aber warum seid ihr überhaupt nach New Eden gekommen? Mir gehört Land hier. Ich bin schon lange keine Außenseiterin mehr. Irgendwo muss man schließlich leben. Fühlt ihr euch wohl? Seit ich in jungen Jahren meine Heimat verließ, habe ich mich nirgends mehr niedergelassen. Man sollte es sich nirgends zu gemütlich machen. Ich bin in New England geboren, auf einer Farm nahe Boston. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich nach New Eden und erwarb ein Stück Land. Nur ein kleines Grundstück am Rande des Waldes. Pennington kam ab und zu vorbei. Wir gingen gemeinsam jagen. Als wir von hier flohen, folgte ich ihm. Schloss mich der Miliz an. Ich wurde ein Teil von New Eden. Dann starb der Captain. Und ich war kein Teil mehr. Wir sind keine Feinde, Flora. Ihr könnt uns vertrauen. Kann ich das? Ihr habt das Leben eines Mannes gerettet, der nur Hass für euch übrig hat. Ein Verbanner ist auf der Seite der Lebenden. Ihr seid aber kein Verbanner mehr. Und am Leben seid ihr auch nicht. Ist was dran. Warum seid ihr hinter Shepard her? Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich gewähre ihm einen schnellen Tod, denn ich kann besser jagen als er. Ich war besser und das wusste er. Das konnte er nicht abhaben. Und dass ich das Vertrauen des Captains hatte, auch nicht. Ich, die Dunkelhäutige.
Das schwächste Geschlecht, die falscheste Hautfarbe, der Sündenbock für jeden Fehler. Gehasst für jeden Erfolg. Hat er euch angegriffen? Er hat auf den Boden gespuckt, mir die kalte Schulter gezeigt, mich jeden Tag angegiftet, mich auch manchmal bei anderen schlecht gemacht. So war er. Er wollte mich von sich fernhalten. Also hat er mich aus der Ferne erschossen. Nee. Am alten Wachturm, östlich von hier. Shepard hat mich noch ein letztes Mal verfolgt, bevor er mich erschossen und umgebracht hat. Tut mir leid. Eine grässliche Schandtat nach der anderen. Der Bastard hat meine Waffe gestohlen. Sie ist in seiner Höhle. Ich will sie zurück. In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? Ja. Und? Nein. Kein Problem. Bis es ein Problem gibt, natürlich. Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Enttäuscht mich nicht. Er hat ja die weggeballert, das kann aber nicht sein, oder? Schaden. Oder auch nicht. Hier, das ist für dich. Okay, es geht dort weiter rüber und hier geht's noch runter. Oh, Hütte. Mhm. Der Schatz muss hier irgendwo sein. Yes, sir. Gut ist schlecht und schlecht ist gut. Ich kann was erkennen. Da hängt was am Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. Okay, das kriegen wir auch nicht auf. Also nochmal kurz zurück. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Lass mich uns führen. Jawohl. Wie kommen wir da hin? Ganz rauflaufen. Wow. Okay. Langer Weg. Du allein durch, Red. Das war's für dich. Okay.
Okay, spring, spring, spring. Wir haben das aufgemacht. Okay, wieder zurück. Wir haben den Nebel verdingst. Mal eben kurz hier runterlaufen. Dabei geht's nur um Springen, ne? Mhm. Okay, hier geht's komplett wieder runter. Geht kaputt. Darüber? Mhm. Okay. Was ist jetzt da schiefgelaufen, dass wir da nicht rübergegangen sind? Ist wir da runter? Okay. Und das geht wie? Ach so, ich dachte, da wären wir. Okay, das macht Sinn. Da hinten dann runter. Okay. Also vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das sieht aber erstmal so aus, ne? Okay. Okay, war doch nicht richtig. Okay, aber hier irgendwie rum und dann rüber, das müsste doch gehen. Ja, da hinten durch die Schlucht, oder? Das muss doch gehen. Ist hier der Baumstamm? Ja. Da ging es auch hoch, beziehungsweise runter. Ich weiß nicht, ob man von der anderen Seite hätte auch rauf können. Ich glaube nicht, ne? Lauert auf uns. An die Arbeit, Verbanner. Junge, geht's noch weiter? Okay. Machen wir erstmal und dann gucken wir in die Höhle rein, ne? Oh, vielleicht ist auch das hier die Höhle. Geisterschutzvorrichtung. Ich brauche deine Hilfe. Wo ist sie? Können wir da oben irgendwie reinschießen? Okay, war Geisterschutz irgendwie draußen? Also wenn das da die Höhle irgendwo ist, muss der Geisterschutz hier irgendwo sein. Ist er aber nicht. Also muss es eine Trick geben.
Warte mal. Ich sehe nicht. Und hier? Auch nicht, ne? Kommen wir aber weiter hoch? Kommen wir nicht. Und hier ist kein Geisterschutz. Lass uns mal reingucken. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Ah, okay, da hängt er. Viel besser. Ich weiß. Schauen wir mal in die Höhle rein, ha? Junge, zielen. Okay, dann so. Wölfe, verwesen in den Fallen. Wer immer sie aufgestellt hat, ist nie zurückgekommen. Nachdem sie ihren Captain und einzigen Verbündeten verloren hatte, verließ sie das Fort. War sie denn sicherer da draußen in der Wildnis? Monster, wohin man blickt. Immerhin konnte sie sich entscheiden, mit welchem Monster sie es aufnehmen wollte. Na, was haben wir denn hier? Hier war eine Muskete. Man sieht noch den Abdruck. Ich würde sie nur zu gern. Hat er von hier oben geschossen oder was? Oder hat er die nur hier abgelegt? Was fehlt uns? Die Muskete selber. Mhm. Kaputtes Schloss, gewaltsames Eindringen. Hier ist ein Echo. Askel Fogachsmal. Pfeffer und Salz? Jo. Thank you.
machst du in meinem Haus? Echtes Drecksloch hast du hier, Abbott. Passt zu dir. Genug. Du wolltest, dass ich verschwinde, und ich bin gegangen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Was zum Lesen für dich, falls du überhaupt lesen kannst. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Überbringer. Sie hat ihr Gewehr runtergenommen. Wieso? Sie hatte es satt. Sie wollte nicht mehr kämpfen. Ziemlich riskant. Sie ist tough. Ich frage mich, was in dem Brief stand. Sie war eine erstklassige Jägerin. Aber Shepard sah sie nur als Beute. Schlüssel? Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Sieht mottenzerfressen aus. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Der Turm muss schon Jahre vor dem Fluch aufgegeben worden sein. Also ich würde sagen, hier können wir doch mal eine kleine Pause machen. Dann suchen wir die Muskete und dann geht's weiter, oder? So sieht's aus. Bis dann. Ciao.